Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal der Krikomüter. Ich bin Andreas und ich möchte heute mal die Performance dieser beiden E-Scooter miteinander vergleichen. Wir haben hier links den Odys Alpha X3 Pro und auf der rechten Seite haben wir den Ninebot F30D. Beide E-Scooter sind ziemlich neu. Beide E-Scooter haben einen 300 Watt Motor, der vorne sitzt. Beide E-Scooter haben hinten eine Scheibenbremse und vorne eine Trommelbremse und beide haben auch 300 Watt. Ja, der Odys Alpha X3 Pro kostet 549 Euro und der Ninebot F30D kostet 529 Euro. Der Odys Alpha X3 Pro, den habe ich bereits verkauft an meinen Nachbarn, der hatte einen E-Scooter gebraucht und da habe ich mich dafür entschieden, ihm diesen hier zu verkaufen. Und der Ninebot F30D, der hat doch heute sein Kennzeichen bekommen, deswegen habt ihr von dem noch nichts gesehen. Das hole ich jetzt nach. So Leute, anfangen werde ich mit dem Odys Alpha X3 Pro. Ich werde zweimal hier die Straße lang fahren, eine Strecke von 1 Kilometer und dabei die Messung starten. So, ich fahre los. Wir haben verifizierte Ergebnisse, das ist gut. Höchstgeschwindigkeit, die er laut GPS hier geschafft hat, waren 20 km/h. Allerdings fährt er jetzt doch meistens eher so 19. Für die 100 Meter hat er 21,98 Sekunden gebraucht. Jetzt muss ich hier gleich jemand überholen. So, da vorne ist die Ampel. Zum Bremsen werde ich die Bremse gleich, ich habe ja nur eine, da werde ich gleich voll betätigen. An der Linie. Und bremsen. Das Hinterrad hat blockiert. Und 1,62 ist gar nicht mal so ein schlechter Wert. So, ich mache jetzt die zweite Runde. Auch hier wieder verifizierte Ergebnisse. 20 km/h war das meiste und 22,17 Sekunden hat er für die 100 Meter gebraucht. So, da vorne ist die Ampel. Also beim ersten Mal bremsen habe ich festgestellt, dass man das Hinterrad zum Blockieren bringt, wenn man die Bremse voll durchdrückt. Und da ist ja klar, dass dann auch recht gute Ergebnisse kommen. Ist aber nicht gefährlich, weil es ja das Hintere ist. So, ich bremse. 1,87. Ja, hier sind so drei Gullydecke. Ich glaube, hier darüber sind wir ein bisschen geschlittert. Ja, hier haben wir den Ninebot F30D. Das ist jetzt der zweite Scooter, mit dem ich heute den Test machen möchte. Dann gucken wir mal, wie der so performt. Ich fahre mal zum Start. Drück Reset. Und dann kannst du losgehen. Der hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger gebraucht für die 20 km/h. 100 Meter in 22,9 Sekunden.
So, da vorne ist die Ampel und ein Fahrzeug, was mir ein bisschen den Weg blockiert hier. An der Ampel werde ich jetzt bremsen. Fast 2 Sekunden. So, ich fahre los. So, da vorne haben wir die Ampel. An der Ampel mache ich wieder eine Vollbremsung. Sekunden. Hier sehen wir das Ergebnis der Beschleunigungsmessung. Im unteren Bereich sind die beiden Scooter ungefähr gleich schnell. Der Ninebot F30D ist minimal langsamer bei der Beschleunigung. Aber vor allem im oberen Bereich braucht der Ninebot F30D dann ziemlich lange, bis er die 20 km/h erreicht, falls er die denn überhaupt erreicht. In der zweiten Messung, da hat er die 20 km/h gar nicht erreicht. Wenn man das jetzt mal mit den vorherigen Messungen vom Ninebot Max G30D und vom Soflo SO4 Pro vergleicht, dann sieht man, dass der Soflo SO4 Pro mit Abstand am schnellsten beschleunigt. Ninebot Max G30D und Otis Alpha X3 Pro sind ungefähr gleich schnell und der Ninebot F30D, der ist am langsamsten, was die Beschleunigung angeht. Ja, bei der Wegstreckenmessung sieht man, dass die Linien ziemlich nah beieinander liegen. Der Ninebot F30D ist minimal schneller auf 1 Kilometer, ca. 4 Sekunden schneller als der Otis Alpha X3 Pro. Beim Bremsverhalten hingegen, da kommt der Otis Alpha X3 Pro ein bisschen schneller zum Stehen. Der Ninebot F30D braucht ungefähr 1/2 Sekunde länger. Ja, verglichen mit der vorangegangenen Messung mit dem Ninebot Max G30D und dem Soflo SO4 Pro, da sieht man, dass sowohl Otis Alpha X3 Pro als auch der Ninebot F30D, dass die ein bisschen langsamer sind als die anderen beiden. Der Soflo ist natürlich am schnellsten, weil er knallhart die 22 km/h fährt. Aber auch der Ninebot Max G30D, der ist ein bisschen schneller als die anderen beiden. Beim Bremsverhalten, da liegt der Soflo SO4 Pro ganz eindeutig vorne, gefolgt vom Otis Alpha X3 Pro und den beiden Ninebot-Geräten. Der F30D bremst sogar noch ein bisschen besser als der G30D. Generell kann ich jetzt sagen, dass die Messung des Bremsverhaltens auf diese Weise nicht sehr genau ist. Da hat man beim gleichen Gerät schon mal Unterschiede von 1/2 Sekunde zwischen den Messungen. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!